Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video bauen wir einen extrem simplen, aber praktischen Styroporschneider. An der Stelle auch eine kleine Ankündigung. Ab jetzt wird es Shootouts in den Videos geben. Wie ihr teilnehmen könnt, schreibt einfach einen Kommentar. Und vielleicht seid ihr im nächsten Video mit dabei. Jetzt aber zum Styropor-Cutter. Zuerst bauen wir uns die Basis. Diese besteht hauptsächlich aus der Arbeitsplatte. Meine ist etwa 28 x 24 cm groß. Weiter geht es mit dem Bügel. Wir bauen uns eine Halterung, damit dieser später kippbar ist. Den zweiten Teil des Bügels machen wir aus einem neuen Stab. Wofür diese Öse gut ist, seht ihr gleich. Den Bügel können wir nun zusammensetzen. Alles an der Basis befestigen. Sieht doch schon ganz gut aus. Dieses Loch sollte wie mit einem Lot unter den Bügel gemacht werden. Das ist eine weitere Bodenplatte der Basis. Bevor wir sie befestigen, müssen wir einen Schacht für die Kabel vorsehen. Immer schön vorbohren, damit das Holz nicht aufplatzt. Das ist ein Step-Up-Wandler. Durch das Drehen dieses kleinen Schräubchens können wir die Ausgangsspannung an der Batterie stufenlos zwischen 2 und 28 Volt regeln. Einen Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Den Schraubenzieher ersetzen wir durch einen Nagel. Als Einstellrad soll eine kleine Holzscheibe dienen.
Und ja, meine ist nicht ganz rund. Zusammen mit einem Schalter platzieren wir sie auf dem letzten Brettchen der Basis. Ungefähr hierhin machen wir ein kleines Loch für den Nagel. Kümmern wir uns nun um die Elektronik. Die ist aber zum Glück super einfach. Eine Schaltskizze mit Bildern findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Noch schnell alle Teile befestigen. Das ist Nickel-Chrom-Draht, auch Heizdraht genannt. Er wirkt wie ein Widerstand und erwärmt sich, wenn Strom durch ihn fließt. Wir befestigen ihn an den zwei Ösen. Hier müssen wir den Draht einigermaßen stark spannen, da er sich beim Erwärmen ausdehnt. Akku rein. Fertig. Im nächsten Video zeige ich euch noch ein paar coole Tricks mit dem Cutter, zum Beispiel wie ihr wirklich coole und saubere Formen ausschneiden könnt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da. Über ein Like würde ich mich auch freuen und wir sehen uns. Denkt dran, wenn ihr etwas kommentiert, werdet ihr mit etwas Glück im nächsten Video erwähnt.